Hallo und herzlich willkommen zur Neuauflage der Murnauer Werdenfelser-Folge von Alte Nutztierrassen. Das Murnauer Werdenfelser-Rind ist lebendiges bayerisches Kulturgut. Ich finde diese Rasse einfach nur fantastisch, aber seht selbst, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Beim Murnauer Werdenfelser-Rind handelt es sich ohne Zweifel um eine der schönsten Rinderrassen Deutschlands und zudem um die einzige alte Rasse aus dem bayerischen Alpenraum, die bis heute überleben konnte. Diese Bilderbuchkuh samt ihrer Herde mit ihrem glänzenden roten Fell, der dunkleren Gesichtsmaske, den hübsch geschwungenen Hörnern in Schwarz-Weiß und ihrem malerischen Gesichtsausdruck konnte ich auf einer Alm in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen filmen, also im ursprünglichen Zuchtgebiet der Rasse. Benannt ist das Murnauer Werdenfelser-Rind nach dem Zentrum seines ursprünglichen Zuchtgebietes, dem Werdenfelserland, welches zum Landkreis Garmisch-Partenkirchen zählt. Die Rasse, wie wir sie heute kennen, entstand im Laufe des 19. Jahrhunderts durch verschiedene Kreuzungen, vor allem von alpinen Braunviehschlägen mit Gelb- und Rotviehbeständen aus dem deutschen Flachland. Auch Oberinntaler Vieh aus Tirol dürfte historischen Aufzeichnungen nach an der Entstehung der Rasse beteiligt gewesen sein. Als besonders maßgeblich hat sich wohl der Einfluss des Braunviehs herausgestellt. Erkennbar ist das heute zum Beispiel noch am schwarzen Maul des Murnauer Werdenfelser-Rindes mit dem hellen Saum. Viele aus heutiger Sicht alte Rassen sind im 19. Jahrhundert entstanden und es ist nichts Ungewöhnliches, dass zu Beginn ihrer Zuchtgeschichte erst einmal Kreuzungen stattfanden. Beim Murnauer Werdenfelser-Rind konnte man in etwa ab Mitte des 20. Jahrhunderts von einer eigenständigen Population sprechen. Die folgenden 50 Jahre bescherten der seinerzeit also noch recht jungen Rasse einen regelrechten Aufschwung. Die Blütezeit erreichte ihren Höhepunkt um 1900 herum. Aus den Murnauer Werdenfelsern war eine gefragte Dreinutzungsrasse geworden, deren Ochsen nahezu in ganz Bayern als Arbeitstiere nachgefragt wurden. Heute sieht man Ochsen nur noch selten, allerdings sieht man sie immer öfter wieder bei bayerischen Brauchtumsveranstaltungen. Im Laufe des 20. Jahrhunderts ereilte die Murnauer Werdenfelser-Rinder dasselbe Schicksal, wie es auch bei anderen alten Dreinutzungsrassen der Fall war. Sie wurden durch modernere, milchbetonte Rassen ersetzt und starben schließlich fast aus. Dass es heute wieder eine nennenswerte Population der Rasse gibt, haben wir Erhaltungszuchtbemühungen zu verdanken, die gegen Ende des 20. Jahrhunderts erstmals von wesentlichem Erfolg gekrönt waren. Erfreulicherweise konnte bis heute die ursprüngliche Farbenvielfalt der Rasse bewahrt werden. In einer größeren Herde fällt auf, dass es immer wieder auch hellere und besonders dunkle Tiere gibt. Im Prinzip kann die Farbpalette von hellstem Gelb bis hin zu Braun und Rot ja fast Schwarztönen reichen. Die ganz hellen Tiere sind heute in der Zucht nicht mehr gerne gesehen, man konzentriert sich vorwiegend auf die roten und braunroten Tiere. Dennoch sind sie nicht ausgestorben und wie man sieht immer wieder zu finden. Auch wenn die Farbe stark variieren kann, so hat man sich doch auf ein paar wichtige Rassemerkmale, was die Farbgebung anbelangt, geeinigt. So sollen die Hörner zum Beispiel zweifarbig sein, weiß mit schwarzen Spitzen und das Maul sollte stets schwarz mit hellem Saum sein. Bei dieser hellen Kuh ist das nicht der Fall, sie ist also kein optimales Tier für die Weiterzucht. Wie ich schon erwähnt habe, waren die Murnauer Werdenfelser ursprünglich als Dreinutzungsrasse gedacht. Wie können sie sich also in der stark spezialisierten Landwirtschaft des 21. Jahrhunderts behaupten? Man schätzt heute an der Rasse zum Beispiel ihre Robustheit. Sie ist gut an das regenreiche Klima des Alpenvorlandes angepasst und kann sogar die Gräser und Kräuter auf feuchten Wiesen besser verwerten als unsere überzüchteten modernen Rinderrassen. Somit ist das Murnauer Werdenfelser-Rind heute beispielsweise für die Landschaftspflege von großem Wert.
Beweidungsprojekte spielen im Natur- und Landschaftsschutz eine immer wichtigere Rolle und hierfür ist das Monawerdenfelserind sehr gut geeignet. Nach wie vor ist die Rasse aber auch ideal für die Almwirtschaft. Hierbei überzeugt sie zum Beispiel mit ihrer gehaltvollen Milch, die eine gute Zusammensetzung für die Weiterverarbeitung hat. Besonders unter kargen Bedingungen auf Böden, die keine gute Futterbasis darstellen, zeigt sich, dass das Monawerdenfelserind ein guter Futterverwerter ist und dann auch gar nicht zu wenig Milch gibt im Vergleich zu anderen Rassen. Kein Sektor ist in den letzten Jahren aber so rasch angewachsen wie der Mutter-Kuh-Sektor. In der Mutter-Kuh-Haltung können die Monawerdenfelser so richtig punkten und überzeugen. Die Kühe erweisen sich in dieser Haltungsform als verlässliche Muttertiere, die mehr als genug Milch haben, um ihre Kälber großzuziehen. Auch die Robustheit der Rasse bringt auch hier wieder nur Vorteile. Als Botschafter für die Rasse und natürlich auch für die Erhaltungszucht haben auch Zoos und Tiergärten in den letzten 10 Jahren wertvolle Beiträge geleistet. Diese Kuh hier befindet sich zum Beispiel im Alpenzoo Innsbruck und jetzt ist ein Tier aus dem Tiergarten Hellerbrunn in München zu sehen. Die folgenden Aufnahmen haben mittlerweile sogar schon historischen Wert, denn sie stammen aus dem Jahr 2014 und zeigen den alten Kinderbauernhof des Tierparks. Der ist mittlerweile Geschichte, an seiner Stelle wird gerade ein altes Mühlendorf nachgebaut. Darf ich vorstellen, das hier ist Ziege, die vielleicht berühmteste Monawerdenfelser Kuh von ganz Bayern. In jungen Jahren wurde Ziege zur schönsten Kuh Bayerns erwählt. Sie ist in einem Milchbetrieb geboren und hat viele Jahre lang als Milchkuh gedient. Im Tierpark bekommt sie ihr Gnadenbrot und hat letztes Jahr sogar ihren 20. Geburtstag gefeiert. Wenn das mal keine tolle Leistung ist. Ziege ist für mich ein idealer Botschafter ihrer Rasse. Sie zeigt, wie langlebig und widerstandsfähig Monawerdenfelser-Rinder sind. Mittlerweile gibt es im Tiergarten Hellerbrunn eine ganze Familie von Monawerdenfelser-Rindern. Ich freue mich schon sehr auf die Eröffnung des Mühlenbauernhofes bzw. Mühlendorfes und werde bestimmt bei der Eröffnung dabei sein. Die Zukunft des Monawerdenfelser-Rindes sieht nach meiner Einschätzung gar nicht mal so übel aus. Bayern war schon immer sehr traditionsbewusst und im Falle dieser Rinderrasse hat das Traditionsbewusstsein nun auch die Rinderzucht erfasst. Noch vor wenigen Jahren traf ich bei Fahrten durch Bayern nur vereinzelte Exemplare an. Mittlerweile finde ich regelmäßig ganze Zuchtherden, ohne überhaupt danach gesucht zu haben. Erst neulich war ich eigentlich in Bayern unterwegs für Happy Huhn, meine Hühnerserie, und traf mehrmals Monawerdenfelser direkt neben der Bundesstraße an. Das ist doch toll und zeigt, dass sich hier wirklich etwas getan hat. So, der Abschluss dürfte jetzt noch für alle interessant sein, die sich auch für andere Rinderrassen wie nur das Monawerdenfelser-Rind interessieren. Eine gehörige Portion Monawerdenfelser-Blut führt zum Beispiel die Population des sogenannten Heckrindes, bei welchem es sich um eine Auerochsen-Abbildzüchtung handelt. Die Gebrüder Heck haben das Heckrind vor gut 100 Jahren erschaffen und sich dabei zunutze gemacht, dass der rotbraune Farbschlag des Monawerdenfelser-Rindes phänotypisch dem Auerochsen sehr nahe steht. In letzter Zeit habe ich so mancher Folge eine Neuauflage verpasst, so geschehen zum Beispiel auch bei der Folge über das Dux-Zillertaler-Rind aus meiner Tiroler Heimat. Eine weitere höchst interessante alte Rasse, die eine tolle Geschichte zu erzählen hat. Dux-Zillertaler gibt es in 2 Farbschlägen, Rot und Schwarz. Früher hat es sich dabei um 2 getrennte Rassen gehandelt. Ja, und dann möchte ich euch noch die Braunviehfolge ans Herz legen, einfach deswegen ganz passend, weil wir das Braunvieh vorhin ja schon hatten. Eine gehörige Portion Braunviehblut fließt nämlich in den Adern der Monawerdenfelser-Population. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr mich abonniert und natürlich, wenn ihr weiterhin verfolgt, was ich so auf meinem Kanal treibe.